Dreieckspyramide. Macht sehr viel Sinn, die Dreieckspyramide. Wo sind der andere Lappen hin? Weg. Ich war auf dem Dach. Komm runter da! Wir haben in der letzten Folge jetzt schon mal ein bisschen weitergebaut und wie ihr sehen könnt, ist unsere Plattform mittlerweile echt riesig. Wir haben jetzt 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 größere Produktionsstätten. Und wenn ich mich nicht recht täusche, müssten wir jetzt gleich bei Tier 3 angekommen sein und uns mit den Rotoren beschäftigen, dass wir eben den Weltraumlift erstellen können oder den Weltraumlift bauen können. Genau. Ja, ab mit dir, an die Arbeit, los, fang an zu arbeiten, los. Ich laufe ja schon. Sklave. Au. Steht der für hier rum? Halb gestorben, vom Turm gefallen. Kriegt ihr 20 Euro Stundenlohn und dann macht er nichts. Oh. Tut mir leid. Mein König, das war nicht so gemeint. Hey, wie ihr sehen könnt, also wir haben uns ein bisschen Mühe gegeben auf jeden Fall bei den Produktionsstätten. Mit 4 Leuten ist das natürlich nicht so einfach, ne, das Ganze hier zu koordinieren. Jeder will bauen, jeder will irgendwo, ne, sich verewigen. Aber wir achten zumindest darauf, dass das alles so ein bisschen symmetrisch und ordentlich angereiht ist. Und die Gebäude halt nebeneinander sind, damit man auch nicht ganz so viel Platz verschwendet. Und ich denke, bisher ist das uns echt gut gelungen, ja. Kann auf jeden Fall zufrieden sein, würde ich sagen. So, ich habe ja jetzt meine Schrauben gemacht, ne? Was könnte ich denn als nächstes machen? Ach ne, stimmt, wir haben den Meilenstein noch, ne? Was ist denn jetzt hier mit Meilenstein eigentlich? Oh Gott! Erstmal jetzt den Space. Genau, aber... Haben wir den schon drinne? Wo ist denn der nochmal drinne? Den finde ich so. Baumenü ganz oben. Da, Spezial, genau. Das heißt, mir fehlen jetzt noch... Mir fehlt noch ein bisschen Beton, das hole ich mir jetzt. Dann können wir uns mal überlegen, wo wir den hinbasteln. Der ist ja ein bisschen größer. So. Ich mach gerne eine große Fläche frei. Kommt das schon wieder an mit seiner Axt da, ey. Schöne Axt. Mit einer geladenen Schrotflinte. Ich meine, Säge. Kreissäge da. Kettensäge. Das ist rassistisch. Was? Alle Kettensägen sehen gleich aus hier, ne? Was machst du jetzt? Tja. Nimm einfach weiter in den Mund. Hä? Wer hat denn jetzt hier die Stangen rausgenommen? Wer war das? Haben wir keine Power. Was für Stangen? Ja, wir haben gleich Power. I got the power. Ja, I got the power. Haben wir denn genügend Bio-Dingsbums in Produktion? Definitiv. Abgemacht, Produktion. Wir haben schon 45.000 Tonnen fertiggestellt. Echt? Und die Kiste am Hub, da sind noch 65. Da ist gar nichts mehr drin. Was? Okay, hat von euch noch wer Stangen über? Eisenstangen? Ah ja, ja, 100 sonst was. Haut mir die mal bitte in den Container. Auch gut. So, wir haben genug Power jetzt. Hier. Hat Nevermind, braucht er nicht mehr. Ich glaub, oh, der hat nicht mehr genug Power. Hat was gehört? Jetzt muss Strom. Ah, nee. Oder sind die miteinander verbunden? Ja. Hör auf Sachen ab. Ja, ich muss die Stromversorgung ein bisschen umbauen. Oh, Pet! Siehst du, die waren gar nicht mehr damit verbunden mit dem Hauptstromnetz. Wir verbrauchen gerade ein Drittel von unserer eigenen Kapazität. Ja, 90 und wir haben 310, können wir. Also, ordentlich. Das heißt, ich kann hier 1000 Sachen hinbauen? Jawohl. Okay, Mädels, ich kann den Weltraum, Lift bauen, aber... Ich bin blind. Müssten wir sagen, wohin?
besten nicht in die Base. Wollen wir mal auf... Wer will mal eben mit mir auf Tour gehen? Es ist ein Trick. Will ich doch werden. Meine Mama hat gesagt, sie soll nicht mit den Leuten. Boah. Das ist böse Story. Immer fieser. So. Ich muss mir jetzt einen Platz suchen, ne? Der ist halt so riesig. Ich mitkommen. Komm mit. Komm mit, ich bin hinten bei den Schrauben. Ja, ich seh dich, aber... Wenn etwas spontan gegen eine Wand kriegt. Nee. Nee, ich bin hier vorne. Vielleicht sollte ich mir noch Fuel für die Kettensäge mitnehmen. Schwere Schrauben. Auf jeden Fall. Das wäre so schlau, dass ich sagen würde, dass ich das machen würde. Auf jeden Fall. Du hast das System verstanden. Wo bist denn du jetzt? Ich bin gerade... Ich versuche zu dir zu kommen, aber hier läufst du immer noch gegen eine Wand. Hä? Bin hier hinten, Blazing. Ach, Moonbox. Da, hier, guck mal. Da, hallo, Dritschmaum. Ah, da ist er. Folge ihm. Unauffällig. Unauffällig mit laufender Kettensäge. Du hast gesagt, unauffällig. Niemand sieht mich. Wie war das? Ist es immer noch safe, wenn keiner da ist, um davon zu erzählen? Okay, ich glaube, hier können wir das aber knicken, ne? Hier ist einfach zu eng. Ja, hier oben waren noch Sachen. Ja. Aber hier oben sieht schon besser aus. Platten. Ja, hier oben. Ja, bei dem Strom. Hier hinten ins Eck. Dann. Ich würde sagen, halt, ja, was oder? Was ist denn hier unten? Guck mal hier unten. Da ist. Oh. Große Fläche. Aber da kommen. Eis da unten sind Monster. Die Aliens. Aber da kommt man auch echt blöd. Oh. Hey, lass nochmal auf die. Lass nochmal auf die andere Seite gucken, wo wir als allererstes unsere Eisen-Dings hingestellt hatten. Mhm. Da geht's doch hinten auch nach rechts hoch. Ja. Da können wir nochmal eben schauen. Du bist schon an mir vorbeigerannt. Ich bin geslidet. Wenn du springst und dann C drückst, kannst du auf den Boden sliden. Ich hab eine Spur geschliffen. Das hab ich auch noch nicht gewusst. Nice. Jetzt weißt du. Bitteschön. Deswegen hab ich dich auch immer überholt. Ich hab mal kurz den Speedhack eingeschaltet, auf jeden Fall. Du hast auch keinen Fallschaden. Doch. Also zumindest weniger. Ich hab jetzt gar nichts gehabt, obwohl das ein ziemlich großer Sprung war. Man hält auf jeden Fall teilweise mehr aus. Aber hier oben ist eine schöne Fläche. Ja, ne? Abchecken hier. Oh ja. Segeln. Naja, hier, guck dir das an, das ist ja riesig. Passt doch, wa? Ach, ja, hier direkt vor den... Guck mal hier auf den Stein, kann man mal kurz gucken. Da genau, wo bist du denn? Ja, perfekt. Ich stehe jetzt hier direkt. Zack. Hau den hier hin. Oh. So wie es gerade irgendwie geht. Die Größe von dem Ding überschätzt man doch. Ach, scheiße. Hast du noch drei Draht einstecken? Drei Draht, ja, hab ich. So, wo bist du denn hin? Ich stehe jetzt hier. Ich hab irgendwie drei Draht verloren. Irgendwie. Ja, irgendwie. Grundlos. Aus einem Grund, den ich jetzt nicht erläutern kann, weil ich es nicht möchte. Muss ich nur gucken, wo war denn das Terminal? Das Terminal, das ist egal, wo das ist. Kann man von überall zugreifen. Am besten, dass die Inputs zur Basis zeigen. Du musst so ein bisschen weiter wegbauen. Ja, das Problem ist alles so. Hier. Ja, jetzt, da war es eh. Hau rein da. Oh, das. Jetzt bleibt man hier stehen. Das sieht so gut aus. Ja. Das ist richtig gut. Dafür mache ich sogar die Kettensäge weg. Wow. Nice. Jetzt wird's erst richtig cool. Bist da oben? Ich kenn das. Schon. Dammit. Ich finde auch, da haben sie sich echt was einfallen lassen. Ja, dammit. Halt.
wie die Funken fliegen, weißt du, wo die, ja, das Metall da aufschlägt. So geil. Damit können wir jetzt gleich zur Kohlekraft gehen, glaube ich, oder? Nee, du musst die 50 Platten herstellen. Die intelligente Beschichtung 50 Stück müssen wir machen. Und dafür brauchen wir jetzt 50 starke Eisenplatten und 50 mal Rotor. Also müssen wir uns über eine Produktion von Rotor beschäftigen und Eisenplatten. Und Eisenplatten könnte normalerweise der Niki machen mit seinen zig 12.000 Schmelzern da in der Mitte. Was? Oder nicht? 3,60 Millionen. Ja, aber die haben ja noch keine Endproduktion, oder? Nee, haben die nicht. Ja, dann. Stärkte Eisenplatten haben wir schon eine Hauptproduktion. Wo? Das sind die beiden Manufacturers hier. Ja, hier. Wo? Hier, auch im Haupt. Okay. Im Hauptgebild. Okay. Wenn ich hier die scheiß beiden... Lass mich doch einfach dich Dankeschön. Das ist das Ding, was du bei mir hinten hingesetzt hattest? Nee. Hallo, Schrauben. Warum kann ich das bauen? Ah, du brauchst keine mehr Bioreaktoren machen. Wir haben noch genug. Wir haben noch nicht mehr die Hälfte, die wir benutzen. What? Was ist das denn da, für ein aber Bullshit? Die Schrauben sind hier nicht drin, ne? Ja, weil ich aus Versehen das Förderband in die falsche Richtung gelegt habe. Hab mich nicht, wie ich das geschafft habe. So. Aber okay, ja, dann haben wir die Eisenplatten, das ist schon mal gut. So, und dann brauchen wir aber noch eine Produktion für die Rotoren. Das so. Dann hier problemlos reinfliegen, jawoll. Für die Rotoren? Stärken. Die Frage ist, nimmst du jetzt... Aua! Oh. Blazing, nimmst du jetzt eigentlich alle Schrauben schon weg davon? Also ist die Produktion zu 100% aufgebraucht, oder... Stecken die immer noch hoch, langsam. Da habe ich ehrlich gesagt noch nicht drauf geguckt. Okay, ich sehe es gerade. Es ist noch eine leichte Überproduktion, ja. Eine leichte, aber nur. Einmal hier ein Chainsaw Massaker. Bin ich gerade... Habe ich gerade einen Knick in der Optik oder wo schließt man hier? Okay, der Strom macht man anscheinend nicht angeschlossen. Ja, du brauchst nicht hoch. Hier neben den Generatoren rechts davon brauche ich mal ein bisschen Kettensägenfach vielleicht. Rechts neben ein bisschen Natur zu löschen. Okay, also dann würde ich mich jetzt darum kümmern, dass wir eine Rotor-Produktion bekommen, oder? Okay. Wahrscheinlich. Dann mache ich das so. Wenn du mir dafür eine Rampe da hochbauen würdest, wäre ich dir sehr cool. Ja. So hoch soll eine, Rampe drauf kann. Ich fühle mich jetzt irgendwie nicht angesprochen. Ich meine noch nicht die. Gut. Gut. Exzellent, weil die würde nicht reagieren. Haben wir das geklärt? Die Produktion ist sehr viel schöner. I love it when a plan comes together. So, dann kann ich ja jetzt hier auch nochmal einen Schmelzer hinballern. Und Copyright Strike. Tschüss. 3, 2, 1, Copyright. Sag bitte. Okay, ich brauch. Copyright sagt bye bye Geld. Haben wir irgendwo Eisenstangen in der Überproduktion? Die äußeren beiden Produzenten neben den Stahlplatten. Yo. Die machen, glaube ich, gerade gar nichts außer Eisenstangen für nichts. Können wir dort auch eine als Schrauben benutzen? Ja, ne? 4 Schrauben, ja klar, why not? So, bitte sag mir, Mark, Maybelt ist wenigstens schnell genug, um das Ding zu füllen. Okay, dann muss ich ja gar nicht viel machen. Dann brauche ich ja hier nur nochmal einen neuen Constructor.
Ja, Mark 2 Belt komplett füllt die Dinger auf. Glaube ich. Sieht bei dir aus. 115 zum Ende des Cycles und. Boah, der geht aber kaum hoch hier. Und wie sieht's mit den Schrauben aus? Schrauben gehen runter. Ja, was erwartest du? Na ja, gut, dann läuft die Produktion halt nicht auf 100%. Trotzdem haben wir eine sehr starke Produktion an verstärkten Platten. So, jetzt. Der da oben baut schon jemand seinen Biomassebunker. Ja. Einmal bitte Luft und. Ich werde gleich einmal Bio machen. Was? Ja, ich müsste ja einmal kurz was umverdrahten. Jo. Warte. Nein, Sampier so. Power Attack, what have you done? I'm sorry. Why? Wow. Ich hab auch das Hub hier mal umplatziert. Was das jetzt oben mit drauf steht. Dann werde ich meine Mom da jetzt noch einmal hinplatzieren. Ja, unsere Mama meine ich, sorry. Kommunismus und so. Ja. Okay, ja. Unsere Kartoffeln. Ja, unsere. Mein Wodka, unser Wodka. Unser Wodka. Dann werde ich auch mal die Ausrüstungswerkstatt hier hoch verlegen. Jo. Ich mache hier gerade ein bisschen Platz und dann den Container hier weg. Können wir das hier alles schön in der Nähe vom Hub hinhauen. Wir produzieren zu wenige Platten. Welche Platten? Normale Platten. Das kann nicht sein. Was ist denn in dem Ding hier drin? Scheiß. Ich was hast du hier für ein Fundament? Einmal ab, ja. Wow, Dotchen. Ausrüstung. Schließ das so ab. Gut genug. Und dann musst du Modern hier nochmal hinsetzen. Modern! Mama! Aber dann würde ich sagen, setz die mal hier hin. Wo ich gerade stehe. Was? Dass man einen links und einen rechts vom Hub hat. Ah, du benutzt das als Leiter. Ist zwar hässlich, aber hey. Ja, ich weiß. Das ist auch. Wir müssen ja auch nur die ganze Zeit hier hoch. Um die aufzuholen. Zu teuer. Setz die Mama, Lolla, setz die mal hierher. Damit man eins links, eins rechts vom Hub-Gebäude hat. Ja, aber dann steht das doch direkt vor den Reaktoren. Aber nee, ich meine nicht direkt davor, sondern auch diesen Slot hier für halt vielleicht. Lass mal kurz gucken, wo Mama ist. Da ist Mama. Okay. Ja, da so nochmal 180 Grad drehen. Sollten wir vielleicht eine Ecke finden oder so? Ihr habt ja jetzt zum Beispiel mehrere Lager in der Mitte, ne? Also Lagerplätze, sollten wir nicht vielleicht irgendwie eine Art kleine Station bauen, wo wir eben Container auf Container, bla bla bla, alles hochstapeln, wo die Materialien hinkommen, ja. Aber es ist halt ein großer Aufwand. Naja. Wir warten, bis wir die Doppelcontainer haben, oder? Ja, solange bis wir Stahl haben, sollten wir schon warten, so muss man halt einmal durch den Container denken. Nee, ich meine halt, weil, also klar, definitiv, ne, können wir ja machen. Aber wir haben ja die Möglichkeit, eben drei Laufbänder aufeinander zu ballern, ne? Und du kannst die Lager, die jetzt hier sind, kannst du ja auch lassen. Aber ich würde sie halt so positionieren, dass ihr zumindest immer noch den Ausgang da dran kommt. Und den würde ich dann hier von. Der kann ja, was weiß ich, der kann ja 10 Etagen hoch sein, ist ja egal. Einfach nur weg von hier. Irgendwo hingeleitet, wo wir dann immer wissen, okay, alles klar, da kommt der gesamte Endbetrag halt hin. Da muss man nicht durch die ganze Werkstatt hier dackeln, ne? Also irgendwann kommst du ja auch nicht mehr gut durch. Irgendwann ist Ende. Hier oben das, was ich gerade baue, setze ich erstmal auf Standby. Das produziert noch nicht. Also, Standby. Ich bezweifle, dass wir das mal benutzen brauchen müssen. Doch, brauchen wir irgendwas.
Was denn? Hier oben die Biomasse. Du Scheiße. Hast du eine zweite Etage gebaut? Oh mein Gott. Allah, Wakbar! Dachte ich mir auch. Ja. Ja. Wer hat den Container mit der Biomasse? Hast du weggenommen? Hä? Welchen Container mit Biomasse? Da ist noch Forschungsscheiß drin, also in den Kreis. Ja, die Biomasse ist hier unten in dem kleinen Container. Ah, da. Wie sieht's mit der nächsten Forschungsstufe aus? Macht alles weg! Ja. Stimmt, ja. Ressourcenschredder, das würde ich ehrlich gesagt, ich würde jetzt erstmal den Lift als Bio setzen, dass wir den erstmal finden. Weil dann können wir auch auf Kohle umsteigen. Das ist einfacher als das Zeug hier. Ja, also ich bin ja gerade dabei. Rotore Produktion läuft gleich an. Wenn wieder Strom da ist. Ah, wir haben hier unten noch eine kleine Pipe-Produktion. Sehe ich gerade. Wo? Wo unser Hubfeuer stand. Major, weg damit. Ja, was weg mit damit? Die Viecher. Den zweiten Miner brauchen wir sowieso gerade nicht. Den einen hier würde ich vielleicht nochmal anbinden. Einfach nochmal. Welchen einen? Hier den. Den einen Miner. Dass wir hier noch einen. Ja, achso, ja, nee, warte. No. Weg damit. Den habe ich absichtlich, damit der Container hier leer geräumt wird, damit ich. Ah, den können wir jetzt abbauen und dann können wir hier. Okay. Muss aber einmal die Kisten hier aufnehmen, da ist noch ein bisschen Staff drin. Ja. Wie war das? Raus mit den Viecher? Raus mit den Viecher. Mach dich raus aus meiner Leitung! Die sind hier nie erwünscht. Der Platz passt das hier Container nicht mehr. Davor klatschen. Ups. Du benutzt hier 8x2 Meter, ne? Alter, ja. Das passt hier nicht mehr hin. Na? Ah. Oh, Skurva. Aber für diese intelligenten Beschichtungen, glaube ich, war es, brauchen wir für das nächste Space Elevator Update auch nochmal. Also. Können wir eine Fabrik aufsetzen. Ach, ich hab keinen Beton mehr. Viel Spaß beim Bauen. Danke schön, Papa. Das passt hier nicht hin, scheiß. Ey, warum passt das ab? Was? Mein Stammbaum. Weil ich das hier. Weiß. Du kannst das einfach. Das passt da nicht hin. Du kannst das einfach so ersetzen. Ja, egal. Du machst doch schon. Ja, dann machen wir das besser. Oder? Ah, das ist ganz toll. Das passt schon. Das weiß ich. Yes. Nein, dass irgendjemand gerade die Betonproduktion abgestöpselt hat. Die was? Die Betonfabrik hat jemand abgestöpselt. Ja. Die ist wieder am Netz. Ja, das ist war wieder ich. Angestöpselt. Oder? Nee, ich glaube, ich war das. Ich. Ja, aber du warst das. Nee. Einfach nur. Du warst das. Nein. Doch. Ja, und ernsthaft. Einfach nur aus Prinzip. Nein, aber das. Einfach nur aus Prinzip. Ich sehe das Problem nicht. Das eine. Die eine oder keine? Keine, definitiv. Was? Wenn ich mich entscheiden muss, definitiv keine. Okay, das ist jetzt ein bisschen. Das ist nicht sehr vorteilhaft. Ich glaube, wir haben gerade unsere Produktion. Warum haben wir eigentlich die ganze Zeit keine Platten? Was ist das? Weiß ich nicht. Ja, doch, also eigentlich werden ja drei produziert. Doch, da ist in der Mitte ein Lager. In der Mitte ist ein Lager. Ja. Und oben drüber. Das sind verstärkte Platten. Oh. Grafik. Die Platten kannst du dir aber sonst auch einzeln so fix machen, ne? Also das ist jetzt nicht so mega. Ich hab mir gerade ein paar verstärkte Platten benutzt. Und genau so sein alle. Falls jemand braucht, ich gebe sie zurück. Da hast du den Übeltäter. Hast du ihn jetzt? Hm? Ja? Ich hab die verstärkten gemacht. Platten. Ich brauch die normalen. So Mädels, Rotoren werden auch hergestellt. Juhu, noch mehr Schrauben, die fehlen.
Ja. Nee, ist das eine Extra-Produktion? Oha! Oha! Wo werden denn die Schlothornhennen hergestellt? Dings hat er hier eine Rampe hingebaut, um nach oben zu laufen. Genau davor steht das Ding. Muss nur gucken. Nee. Die dauern echt lange. Also. Ja, deswegen habe ich auch bei den verstärkten Platten einen zweiten hingesetzt. 15 auch Sekunden. Auch wenn er das System killt, aber. Das Problem ist halt, dass. Knowledge-Tank hier oben hin und dann die Linie hier hochlegen. Naja, warte mal, ich kann dir den zweiten, das zweite Laufband eigentlich noch hinballern. Genau, dann sind die schneller da drin. Ha. Und ich bin ein Fuchs, manchmal. Wuhu. Das hört sich fast schon an wie Uhu. Oh Gott, ne. Jetzt habe ich gestartet. What have I done? Du bist schuld. Warum spiele ich mit euch? Ja, aber nice. Rotoren werden hergestellt. Das ist gut. Ich sammle die jetzt schon mal. Weil 9 Stück habe ich schon einstecken. Und dann kann ich die gleich... Steht unser Liftelein denn schon oder noch nicht? Ja, steht da schon. Bei uns denn? Ich guck auf die Karte, dann siehst du. Oder guck in den Himmel, dann siehst du. Ich glaub. Ah! Milestone reached. Haben wir denn... Was brauchen wir denn jetzt, um diese speziellen Platten nochmal zu machen? Nee, diese stabilisierenden oder wie sie heißen, keine Ahnung. Du brauchst Rotoren. Was noch? Wir müssen ja jetzt gucken, dass wir die Rotoren verarbeitet kriegen. Mit den Platten, glaube ich, war das. Go that extra kilometer. Go awesome. Ja, wenn du unterwegs bist, dann kannst du mal im Lift nachschauen, was wir nochmal herstellen müssen. Genau, und jetzt müsstest du nachgucken, was wir dafür machen müssen. Das müsste ich an einer Workbench machen. Was? Nein, dafür sind wir auch einen Laufbogen. Genau, das meine ich. Das meine ich. Aber ich weiß nicht, was da dran ist, das meine ich. Ich kann es von hier aus euch sagen. Weil du kommst eh an den Punkt. Hier so Platte und ein Rotor um eine intelligente Geschichte. Also brauchen wir insgesamt 50 schwere Platten und 50 Rotoren. Das würde ich aber schnell per Hand zusammenkloppen, dass es schneller geht. Ja. Wie viele Platten haben wir? Also ich habe jetzt schon Rotoren über 10 einstecken. Jetzt habe ich 15. Hier sind 16 drin. Ja. Dann warten wir kurz, bis da 50 sind. Oder wer hat das jetzt schwere Platten genommen? Ich. Warte mal. Du bist wie bei mir wieder leiser geworden. Du musst dich noch lauter stellen. Das ist gut. Und Satisfactory mach ich mal leiser. Shit, fuck, was bist du? Geh weg. Okay. Schwere. Nee, ich hab keine Reinforced Plates mehr. Ich hab nur noch 9. Gib mir die 9, Alter. Ich hab die Wüste gefunden. Sehr gut. Ui. Haben wir eben auch schon. Teil. Kannst du den nicht kurz selber machen? Wir haben doch genug Schrauben. Nein, haben wir eben nicht. Okay. Was machst du? Warum entfaltest du dich? Was soll denn hier der energische Ton, du? Doch, natürlich, wir haben 500 Schrauben. Ja, 500. Weg. Sinken. Wir kriegen keine dazu. Das ist nicht gut. Hier sind 20 Reinforced Plates in dem Container. Ja, 20 und ich brauch 5. Au. Okay. Ich weiß nicht, wo ich bin. Ich will hier raus. Niemand. Ein Star holt mich hier raus. Ja. Ich bin kein Star, holt mich trotzdem hier raus. Ich bin in irgendeinem Loch, ich komme hier nicht raus und direkt über mich ist eine Gaspflanze. Scheiße. Ja, du bist am Arsch. Ich glaube, ich bin auf dem Arsch. Du bist am Arsch. Au, 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 Hilfe, aua. Also, ich glaube, hat jemand Schmerzen? Ich steck hier noch fest, die scheiß Garten und lässt mich nicht raus. Geh weg! Schieß dir mal. Au! Ah, Gott.
Habe ich was Wichtiges am Körper? Beton, Eisenstangen, paar hundert Draht. Whatever, wieder ein Augen Stieg. Augen zu durch. Also dafür, dass du dich gerade selbst gekillt hast? Au! Was denn mit Scheiße? Ihr Menschen. Ich merke, was wir brauchen, eine weitere Workbench. Achso, ja, warte, ich kann kurz, ich platziere kurz was. Ich brauche sowieso an Mr. Putzi hier dran. Ich brauche jetzt nur mal da. Eisenplatten, sehr viele Eisenplatten, so viele Eisenplatten, gib mir all die Eisenplatten. Was hast du denn noch an Eisen? Einiges. Aber dann brauchst du Eisenerz, brauchst du Eisenplatten. Ich brauche Eisenplatten, Eisenstangen, Schrauben und verstärkte Eisenplatten. Rotoren wären auch nicht schlecht. Und ich hätte auch noch gerne ein Eistee. Ein Eistee und dann hätte ich noch gerne einmal die nuklearen Abschusscodes der USA. Genau. Na, nee. Viel zu viel Stress. Würdest du mir mit denen etwa nicht vertrauen? No. Die Antwort ist da, nein. 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 Warum denn das nur? Ich hatte davor länger als ein Leben. Ja, ja. Hast du Lack gesoffen oder was? Ja klar. Täglich morgens, sonst überlebe ich die Schule nicht. Ja. Schlag mich nicht, ich bin voll mit Schoki. Er hat's erfunden. Ich schmeiße. Weiter. Ja, genau. Ricola. Oh Gott. Boah, Junge, ich bin hier was am Basteln. Aber wenn du eine höhere Produktion haben möchtest, dann musst du mal ein bisschen durch die Gegend laufen und Schnecken suchen. Dann können wir unsere Industrie boosten. Ja. Mit Elektroschnecken. Oh mein Gott, das passt ja alles nicht. Ich krieg einen Föhn. Okay. Oh Gott. Dann. Leer. Wie macht der Föhn? Was? Fragen Sie nicht, ob es uns gut geht. Sie wollen die Antwort nicht wissen. Nein, wollen sie nicht. Sind sie nicht sicher? Ja. Ja. Außer sie wollen bis ans Ende ihres Lebens zerstört sein. Oh. Ja. Krieg ich hin. Ja, Verstörung. Ja. Hey, lass nicht abreißen. Und ich wollte dieses YouTube-Video mit meinen Freunden zeigen. Ah. Na. Welche Freunde? Davon mal abgesehen. Alter! Ich war auf der Toilette und heule. Jetzt geht's los. Ich sitze auf der Toilette und heule. No. Oh, mein Schoki dafür. Okay, ich hab eine Idee. Ladies and Gentlemen, er hat eine Idee. Ja. Ladies and Gentlemen. Ey, die ist gerade lebens. Erforderlich hier. Mit um Leben und Tod. Hallo? Okay. Nice. Was ist das? Ah, ja, ich brauche hier nochmal Gestrippentferner. Wo brauchen Sie Gestrippentferner? Hier hinten bei der Eisenmine. Wo soll es diesmal sein? Oben oder unten rum? Unten rum, aber ich möchte noch so ein kleines Bärtchen. So ein Herzform? Und nee, es ist zwei Streifen. Ah. Ich hab einen Signalstab. Geil. So, was Signal ist jetzt komplett nutzlos, aber hey, ich kann's. Brauchen wir später für ein paar Crafting Recipes. Ja, für die, warum auch immer braucht man das für die Munition fürs Gewehr. Bett? Ja, die braucht man fürs Munition. Was ist das? Zielsuchende Munition oder was? Nee, es ist nicht. Brauchst sie halt einfach. Oh. Keine Ahnung warum. Aha. War das richtig, was ich hier weggeschmissen habe?
Nee, da wo ich bin. Hier dieser Baum. Das muss weggeschmissen werden. Ja, ja, nee, hier, ja, genau. Und hier unten so ein bisschen die Palmblätter. Ah. Boing. Du bist Boing. Ein Schatz, ey. Boina. Küsschen aufs Nüsschen. Oh Gott, ey. Ne Homo. Jetzt geht das auf hier schon raus. Und hier hinten auch noch. Die Palmchen. Ja, weg mit die Viecher. Raus mit die Viecher. Mach dich raus aus meiner Leitung. Raus. Raus aus meinem Haus. Oi. Das gibt's doch nicht. Wieso macht er das nicht? Das ist doch voll die geile. Das ist doch voll die normale. Oh Mann. Ich bin verwirrt. Ist er jetzt geil oder ist er normal? Beides. Oh. Ich bin verwirrt. Verwirrt. Ist normal geil. Frisst das Ding dann? Ah, das frisst das Ding. Förderband hat eine ungültige Form. Cool. Oh. Ah, er macht es nicht. Ich krieg die Krise, ey. Er will es einfach nicht machen. Ich muss dir mal einmal die Haare knipsen. Dafür bin ich zuständig. Du musst mir mal zur Hand gehen. Oh Gott. Ich will aber zum Fuß. So, einmal umoperiert zur Frau. Aua. Einmal zwischen die Beine gehalten, auf einmal war es eine Frau. Ich hab die Kettensäge. Muha. Murat, was? Ich hab Muha. Oh Gott. Sprungflächen oder lieber auf dem Weltraumlevel? Weltraumlevel. Wie viele Rotoren haben schon keine große Frage. Ja, ich hab genug Platten, jetzt brauche ich nur noch genug Rotoren. Was ist denn der intelligente Bullshit, den wir hier brauchen? Warum haben wir noch nicht einen Rotor? Exzellente Frage. Ich glaube, weil irgendwer die gesnackt hat. Nee, weil ich jetzt die ganze Zeit damit beschäftigt war, das hier nochmal umzubauen, damit ich mehr Dings hier reinkriege. Das schon mehr Schrauben. Damit das Ding 1 zu 1 dann auch herstellt. Das Problem ist, du musst, um die Rotoren hier nonstop herstellen zu können, musst du mehr Schrauben dort reinliefern als Eisenstangen. Ja, nee, ja. Das wird nichts. Nee, also will ich doppelt hier Schrauben reinführen. Aber also 100, du musst 100 machen, ja, diese eine Constructor macht 40. Das kann nicht funktionieren. Das funktioniert erst so richtig ab Mark 2 Constructors. Ja, aber ich werde hier noch einen. Ich habe hier noch Platz. Hier hinter mir der Eisentyp hier. Schmelzofen. Das ist nur einer, der da dran ist, ja. Bau ich halt nochmal. Bau bitte aus daraus Schrauben. Mach ich. Mach ich ja. Ja, bau doch selber noch Schrauben, wenn du so dringend welche brauchst. Ich hab mir wurde aufgetragen. Ich soll den Weltraumlift fertig machen. Nein. Ja, ist auch richtig. Ich habe einen Auftrag bekommen. Bist du gerade da? Mumpops? Ja. Bist du? Ich brauche Rotoren. Ja, hier, ich droppe dir die, die ich schon mal hab. Dann hast du schon mal. Ich stehe beim mehr. Hub. Beim Hub? Wo beim Hub? So. Muss ich mich jetzt bewegen? Was ist das denn hier? Hallo Stück, du. Wie stellt man diese hochintelligenten Viecher da her? Was ist intelligent? Die man für die Weltraumwelt braucht. Schwere modulare Platten und Rotoren. Okay. Dann habe ich entweder das Rezept nicht. Oder. Ah, ich weiß, was war. Das konnte man nicht per Hand machen. Ah, deswegen ist es nicht in der Werkbank. Ah, verstehe. Genau. So, Blazing? Ja. Nee, du bist der Falsche. Ja, euch beide verwechsel ich jedes Mal. Ey, der steht aber auch nicht beim Hub. Ja, aber Werkbank, wo ist das Hub hin? Das Hub ist hier oben, Lexus. Ja. Wir haben Hub. Das Hub ist neben dem Strom. Okay. Das hab ich umplatziert. Ihr habt das alles ein bisschen schöner gemacht, okay, herzlichen Glückwunsch. Oh, ihm gefällt das nicht. So, da. Hast du noch mal ein bisschen? Nee, sieht cool aus, ja. Gut geworden hier.
Eben, das geht alles hier so schnell, wenn man nicht selber... Wenn man gerade mit anderen zusammenspielt, ist das echt... Ja. Das geht von jetzt auf gleich gefühlt. Ja, eben. Ich habe jetzt mal kurz nicht aufgepasst, bin hier hinten mit meinen Schrauben da am Antieren und zack. Und zack bist du schwanger. Hier staut sich auch noch alles. Ich brauche nicht mal Schmelzöfen herstellen. Der macht hier so viel. Wo staut sich alles? Hier bei der Metallproduktion bei mir noch. Ich habe erst 2 von 3 Verbraucher hinten dran. Also mache ich einen dritten Verbraucher dran und dann aber neue Schrauben. Boah. Okay. Passt doch. Wie viel waren es? 50 oder 60? 50. 50. Dann brauchen wir nur noch... Warum ist hier drüben eine Kiste? Warum nicht? Warum? Gibt hier Strom? Warum haben wir alle Masken auf? Weil wir auf einem anderen Planeten sind. Und wir hier... Das hier weil hier Corona herkommt. Genau, weil wir... vom Planeten Coronus sind, Alter. Die Sound Alerts hört ihr, ne? Wir haben Corona. Ja. Alarm. Okay. Wir haben Corona verfolgt. Bis auf diesen Planeten sind wir hier, um es auszulöschen. Zusammen mit sämtlicher Natur dieses Planeten. So wie wir Menschen halt sind. Kabum. Ja, Rico, kabum. Kabum. Es Rico. Kabum. Tut mir leid für denjenigen, der die Zementproduktion aufgesetzt hat. Ich habe das mal vergewaltigt, weil ich das hier mit auf die Grundstruktur aufbauen möchte. Sehr gut. Das hat mich eben schon getriggert. Okay. Dass es nicht auf dem gleichen Level ist? Ja. Ja. Viel Spaß. Das ist doch schön, ey, wenn wir alle Perfektionisten sind. Ja, dann geht das auch. Alle gegenseitig auf den Sack. Echt. Scheitert halt nur in der Folge. Was? Was? Hat das nass? Ah, aber guck das? Mal, da kommt hier... Das behinderte Bambi kommt uns besuchen. Hallo. Ich schlag ihn kurz, okay? In Galopp. Nein. Galopp, Bambi los. Galopp. Schlag ihn. Galopp. Galopp. Du meinst den Ali. Ich kann ihn nicht treffen. So. Wie mache ich denn das jetzt am besten? Ich muss irgendwie da ganz rüber, ey. Exzellente Frage. Ist unzerstörbar. Man könnte doch so einen Fahrstuhl bauen, ne? So rühren wie bei Futurama. Stapelbarer Fördermast? Nein, Förderlift. Warum hast du den. Wie geht denn das? Weil er nicht gerade stand. Ich merke schon. Und baust? Ich dachte, wir sind hier alle Perfektionisten und dann kommst du mir ja so. Den dahin gebaut, ja, musst du die nochmal abreißen. Ja, das muss hier alles ordentlich gerade sein. Gerade. Der muss hier direkt davor. Mach ihn näher ran, dann haben wir genug Platz. Näher ran. Auf Stoß, weiter. Noch ein Stück, ja, noch ein Stück. Noch genau so. Bissel geht noch. Ach, steht schon. Okay. Perfekt. Na, ein Stück geht er noch ran. Der so. Manchmal übertreffe ich mich echt selber hier, ey. Warum laufen sie nicht, ne? Strom. Ich habe keine Kabel. Viel Spaß. Der Strom, was macht? Aber ich muss ja noch höher bauen. Nein, nicht an Strom angeschlossen. Ich sehe da oben etwas, was ich sehr mag. Die Schneckelein. Na, ich dachte, das ist Karotten. Karotten? Nee. Horten, ja, das ist die Horten kommen. Horten ist kein B-190. Horten hört ein Hu. Alarm! Bring die Plug online! Alarm! Oh Mann, ey. Auch freut mich, dass wir alle gleich behindert sind. Ja.
Braucht man das im Drum? Wie viele 20 mm Treffer könnte es überleben? Naja. Wollen wir es rausfinden? All. Alle. Wie es geht. Das war der letzte seiner Art. Das ist der letzte seiner Art. Korrigiere. War. War. Lass mich hoch! Lass mich hier hoch! Oh Mann. Ich schwöre, Marshallah. Genau, ich hieß mir jetzt meine eigenen Schrauben zusammen. Nein. Oh. Geh mal. Siehst du, wo ich mit dem Fahrstuhl am hantieren bin? Fahrstuhl? Nein! Oh fuck! Ja, hier. Da kannst du dir Schrauben rausnehmen. Jetzt weiß ich, warum Lexus gestorben ist. Aber da kannst du die Schrauben rausnehmen, noch bin ich den Weg nicht fertig, ne? Bitte nicht entdeckt. Dankeschön. Au. Versuch nochmal zwei, diesmal spam wir die E-Taste, bis ich das Ding in der Hand habe. Hey, warte. Was? Maybe I have an idea. I don't. Respawn die Dinger? Können wir da oben eine Farm bauen? Nein. Ist Respawn? Schnecken oder was? Also Schnecken respawnen? Ja. Doch, Schnecken manche respawnen? Schnecken respawnen. Aber nur selten. Okay. Das hat sich tatsächlich noch nie. Als du von da oben runtergefallen bist, hast du die E-Schnecke nicht mitgenommen, ne? Nee, ich hab's nicht geschafft. Die ist dran vorbeigeglitscht. Knurri-Boy. Knurri. Au. Du kannst mich nicht hören, Boy. Drei Knurris. Hilfe. Viel Spaß. Help. Ich bin beim Weltraum. Help. Nö. Nö. Einfach mal nö. Okay, Knurri dreht ab. Bye in hell. Burn in holy fire. Hi. Was ist denn das jetzt? Das Ding steht im Weg hier. Mit dem Strom. Ja, schon müde. Ja, nur ein bisschen. Wo sind die? Ich hab einen Zepper und ich will den hier zwischen die Backen schieben. Okay. Yes. Da, wo es am meisten brennt. Gekriegt, jawohl. Hey, auf im Kreis zu laufen, du Pisskopf. Er hat auch Gefühle. Interessiert mich nicht. Er hat meine verletzt, dafür muss er sterben. Interessiert mich auch nicht. Ich bin tot. Fuck you. Also, Mann! Hack auf Fistgate. Etwa. Halbe Stunde. Ah, ich sehe, was er da hochbaut. Nein. Ja. Er macht es ganz einfach. Anstatt den Weg außen rum zu laufen, er geht einfach direkt weg. Ja. Was mir jetzt lustig ist, wenn man das abbaut. Müsstest du erstmal komplett hoch? Nein, ich kann es von hier unten abbauen. Mann, ich will den Xenobasher haben. Soll ich es dir zeigen? Soll ich es dir zeigen? Nur Momente, Pfeffer, bevor du eben gleich mein Leben zur Hölle machst. Nein, direkt, bloß vergangen, schnell! Bist du runter von der von dem Turm? Warte. Ja, jetzt. Wie, was? Au, Mann, hier sind schon wieder zwei. Ja, sehr gut. Wacker! Kann ich mal meine Waffe auswählen, ihr Bastarde! Au! Alter, was ist hier schon wieder los? Fuck off! Ich gehe in den Freiraum, warum nicht in den Freiraum? Dann hol dich nicht selbst. Fuck off! Nein! Oh, ich bin tot. Nein, bin ich nicht. Fuck off! Ein. Zwei euch. Ein. Bären in die Fresse und Round 2, Bitch. Crazy. Entschuldigung.
endlich, das funktioniert. Ich sehe nichts. Was ist das denn für eine Verarsche? Kaum habe ich meinen Zepper wieder, laufen sie alle weg. Ja. Endlich, ich hab's hingekriegt, ey. Oh mein Gott, ey. So ein Laufband von 12.000 anderen Gerätschaften da drüber zu bauen, um irgendwo da hinten anzukommen, ist eine Katastrophe, ey. Ja. Du weißt, dass man diese kleinen Lifte auch stapeln kann. Welche? Ja, ja. Aber trotzdem, also es war jetzt, es ging jetzt einfach nur um den Weg. Mal gucken, wo das herkommt, ey. Wow. Amazing. Warum nutzt du das für eine Stapelbar? Ich komm zurück zur Basis, ich sehe einfach nur Beton über die Plattform fliegen. Geht ja darum, dass das hier hinten in so einer behinderten Ecke war und ich ja bis nach da ganz hinten musste. Ja, nur brauchen wir für den Space Elevator keine Rotoren mehr. Ja, aber du brauchst allgemein permanent Rotoren. Jetzt. Deswegen wollte ich das ja zum Laufen kriegen. Weil Rotoren zum Craften selber per Hand ist halt mega lästig auf die Dauer. Da hinten steht eine. Wieso steht hier hinten die Produktion still? Keine. Guck mal, wie viele Schrauben hier stehen. Ja, Leute. Weil es keine Platten gibt. Es gibt keine Platten deswegen. Zu wenig Platten, Leute. Ja. Ja, dann. Wer hat das gebaut? Was ist das denn hier für ein Gift-Dschungel? Wer hat das gebaut? Wer ist der Übeltäter? Was, die Stahlplatten? Ja. Guck doch mal. Ihr könnt ja. Also, irgendwer kann sich ja hier dann mal hinstellen. Und an dem. A new research tree exploring volatile self-defense applications can now be accessed. Das Ding hier ist nur eine Schmelze dran. Nur eine einzige. Und die versorgt drei weitere Produktionen. Also hier kann definitiv noch mehr Schmelzen hingebaut werden, um dann die Fläche da weiter zu bauen. Ich möchte jetzt nur erstmal die Schnecke haben. Ich wurde daran leider gehindert. Mein Teammitglied hat mich sabotiert. Grüne Elektroschnecke. This semi-slug seems to emit unfamiliar energy readings, which could potentially be retrofitted into fix-it technology. A new research tree can now be accessed in the MAM. Weiß nicht, haben wir einen Programmierer hier irgendwie unter uns? Das ist genauso. Wenn man selber ein Programm schreibt, dann checkt der andere da nicht mehr durch. Und genauso ist es halt hier irgendwie mit den Bahnen. Denn die Bahnen habe ich jetzt schon im Überblick. Nee, doch, aber die Frage ist, wer sich jetzt angesprochen fühlt, ich noch eine Line. Genau. Es sind keine verstärkten Platten, es sind die normalen Platten. Die, ja, die normalen Platten für die verstärkten Platten. Okay, sehr gut. Wollten wir erstmal die Schnecke von oben sichern, weil die mir so oft im Augenwinkel rumsaß, dass mich jetzt genervt hat. Ja, das geht. So. Also die Hälfte haben wir schon mal für die intelligenten Geschichten. Brauchen wir noch mal, brauchen wir mehr Eisenrods? Oder? Ne, Eisen haben wir ja an sich ja genug. Oh, Eisenrods. Schwarzpulver! Ja, das Ding, das macht Spaß, das Zeug. Okay, warte, dann benutze ich hier gleich noch. Ah, okay, hier wird's eng. Ne, wir müssten halt da um den Erz Miner drumherum. Müssten wir die Schmelzen halt bauen, ne? Mhm. Muss halt, so, müssen wir eine obere Plattform machen. Hier noch weiter, ich kann das hier aufbröseln. Wir haben hier hinten wieder jede Menge Platz für die anderen beiden Dinger, also ich glaube, da baue ich dann noch ein bisschen. Nichtsdestotrotz, wir sind durch für diese Runde auf jeden Fall. So, Menschen, ihr da draußen. Ich bedanke mich auf jeden Fall fürs Zuschauen. Wenn es euch gefallen hat mit unserem Let's Play, dann seid doch so lieb, abonnieren, Glocke aktivieren, verpasst das nächste Video nicht. Es wird auf jeden Fall noch viel, viel weitergehen. Ja, und ansonsten sehen wir uns in der nächsten Folge. Haut da rein, ciao, ciao.